Die Karin aus Flieden macht Freilandhaltung und erzählt uns jetzt erstmal, wie das so läuft. Also, wir haben seit dem 1.1.2019 Hühner. Und ja, erst waren sie in den Container, jetzt haben wir seit letzter Woche diesen mobilen Hühnerstall. Ja, verkaufen sie ab Hof, 300 Stück. 300, und es kommen aber jetzt noch mal ca. 350 dazu. Halt viel Arbeit, Eier sortieren, einsortieren, sauber machen, Futter mischen, füttern, morgens aufmachen, abends ab 9 Uhr zu. Da habe ich mich auch noch mal präsent. Aber ansonsten geht es eigentlich durch die Hähne. Ja, ja, funktioniert es eigentlich ganz gut. Bekämpfe tun sie sich auch manchmal, aber das hält sich eigentlich im Rahmen. Die haben ja hier genug Freilauf und ja, sind zutraulich. Ja, eigentlich, ja. Wo die Geflügelpest war, dass sie alle eingesperrt waren, das ist nicht gut für die Hühner. Da durften wir sie nicht rauslassen. Das war schon extrem schwierig für die Hühner. Kommen abends alle wieder, die gehen auch wieder rein, die sind dann wieder durch. Der Chef, ja, ja. Dann wollen wir doch mal gucken, wie das so zugeht im Hühnerhaus. Das hier ist das Buffet. Und das hier ist dann sozusagen die Hühnerbar, wo sich die Tiere dann jederzeit bedienen können. Und jetzt sind wir mal gespannt, was bei dem Ganzen dann so rauskommt. Was hat das jetzt zu bedeuten? Die sind cholesterinfrei. Die könnte man doch am besten extra verkaufen. Das ist aber nur eins dabei. Eins haben wir noch. Und dann macht die Karin auch noch Ammenkuhhaltung. Und da fragen sich jetzt vielleicht viele Leute aus der Stadt, was ist denn das? Ammenkuh ist halt so, wo die Kälber dazugekauft werden und wo das Kalb dann an der Mutterkuh trinkt. Also das ist jetzt hier, funktioniert ganz gut. Eine Bulle dabei, der deckt die Kühe und dann, ja. Mal gucken, dass die Heu, das Wasser und Heu alles da ist und Futter. Früher Gras, im Sommer fressen sie Gras, im Winter werden sie gefüttert, sind das ganze Jahr draußen. Mit Einstreu, Stroh und Silo und Heu im Winter. Und das Ganze läuft eigentlich recht gut, erzählt uns die Karin. Und die Eier kann man übrigens direkt am Hof kaufen. Aber glaubt bloß nicht, dass ihr euch die Eier einfach so abholen könnt, ohne zu bezahlen. Und auch die Karin ist eine bodenständige Landfrau, eine Landfrau mit Herz und Leidenschaft fürs Land.